Ich helfe dir, Petrit. Oha, dieser Hund. Ich, wie ich ihn wegkombo. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Jetzt gleich heißt es wieder, ich würde hacken oder so. AMK, AMK, AMK. Guck, wie ich ihn weggekombot hab. AMK. Tschüss. Ich pumps dich weg. Boah, Junge. Alter, Junge, diese PvP-Skills. Ich bin also doch nicht so eingerostet, wie man denkt. Jojo, und willkommen hier zu einer neuen Folge Bad Wars mit dem Petrit. Willkommen zu einer neuen Folge Bad Wars Rockbeat! Applaus, Applaus! Oh, yo, Alter. Oh, und wir haben uns heute... Boah, ich muss mal die ganzen Leute hier verstecken. Oder, weil ich mach mal hier, den hier. Bzzz, alle weg. Ich spiele gar keine Menschen. Was wollten wir denn mal spielen? Was hast du gerade eben gesagt? 2x4 oder 4x2? 4x2, das heißt 4x2. Ah, hier, gehen wir da rein. Aha. Darf ich betreten? Ja. Betreten? Rein. Betreten? Rein. Diese Party betritt den Server. Ja, aber irgendwie... Nothing's happening, brother. Ja. Es passiert... Gut. Dann lass mal auf die andere Seite gehen, guck mal. Okay. Tschüss, Freunde! Das ist wie auf dem Videoday, da habe ich auch immer alles weggebissen. Menschen? Ich sehe keine Leute hier. Boah! Ich wurde in der Lobby geparkt. Bist du auch in der Lobby? Ja, also bist, ich bin... Bist du jetzt einer drin? Also ich bin... Welchem Team bist du? Lass mal in Rot gehen, schnell, rot. Rot, rot, please! Wie geht das denn? Einfach auf das Bett und dann rot. Oh, jetzt ich weiß, wie das geht, aber... Warte, wie dann geh in gelb, gehen gelb. Oh, jetzt ist gelb schon voll. Hey, in welchem Team bist du? Ich bin blau, komm blau. Blau? Okay, blau, bin blau. Du bist nun in Team Blue. Und das Spiel startet in 30 Sekunden. Oh, Freunde der Nachtschicht, ne? Freunde der Nachtschicht. Wir versuchen mal eine schnelle Runde hinzukriegen, wenn es geht. Ja, aber trotzdem versuchen wir Mythas zu penetrieren. Und für die Leute, die sie fragen, was für ein Shader ich habe, das ist der Messer Meep Shader, der sieht geil aus. Mich juckt es aber nicht. Du hast keinen Shader, ne? Doch, ich hab Rudoplays. Richtig so 0,8. Richtig Allmann, Alter. Halt's Maul, Alter. Rudoplay ist beste. Ich finde Rudoplays richtig gut. Ja. Ich bin gerade eben Taxi gefahren und hab mich mit dem netten Taxifahrer über Urlaubsländer und sowas unterhalten. Ach so, Taxi, YouTube Money, ne? Nicht so Bus, Taxi. Bus ist nicht gefahren. Warum jetzt fährst du Taxi, Mann? Bus ist nicht gefahren. Ist wirklich nicht. Es ist heute Samstag, Bus ist nicht gefahren. YouTube Money. Komm, sei ruhig jetzt. Und das war eigentlich voll interessant. Der hatte so ein bisschen mit mir gequatscht und dann meinte der so, ich glaube, der war sogar Türke, weil der hat das Thema direkt angeschnitten. Ja, der war Türke. Oh nein, Türke. Und dann hatten wir so gelabert und dann meinte er so, wo gehst du denn gerne hin im Urlaub? Und dann habe ich so gesagt, ja... Türkei war ich jetzt auch schon ein paar Mal und so. Und da meinte er so, ah ja, Antalya und so. Das war schon ein sehr interessantes Gespräch. Das war schon echt lustig. Das ist mir nämlich heute passiert. Ich bin nämlich heute Taxi gefahren. Was ist mir heute passiert, Freunde? Heute bin ich aufgestanden und dachte mir so, fuck, du hast eine Morgenlatte. Was machst du denn jetzt? Aber ich habe gedacht, ja, gehe ich mal ins Bad. Hab mir die Zähne geputzt. Hab gegessen. Meine Eltern haben eingekauft. Okay. Und dann, als sie eingekauft haben... Jetzt kommt die Pointe. Da haben die ganz viele Süßigkeiten gekauft, weil ich keine Süßigkeiten esse. Weil ich voll im Training bin, Freunde. Oha, spend dieser kleine Lümmel. Da hat sich diese Schokobananen genommen. Guckt Spend eigentlich deine Videos? Ja. Hi, Spend! Ich bin dein größter Fan. Wie heißt der nochmal auf Instagram? Spend Shakiri? Der Spend. Lass ihn mal pushen. Spend. Folgt dem mal alle auf Instagram. Ja, folgt mal allen. Ich blende das jetzt hier nochmal. Folgt ihm einfach mal alle auf Instagram. Und schreibt schöne Grüße von Felix. Schreibt das mal. Ja, dann freut er sich. Sorgt mal dafür, dass er 1000 Follower hat. Ohne Witz. So Spend ist ohne Kack. Ich finde, das ist der lustigste Mensch auf diesem Planeten, ne? Ohne Witz. Spend ist so witzig. Ich glaube, der hat jetzt ein Grinsen auf seinem Gesicht, wenn er das sieht. Freunde, ihr müsst wissen. Felix ist der übelste Fan von meinem Bruder. Das ist wirklich so heftig. Ja, ihr seid vielleicht Fans von mir. Ich bin ein Fan von Petrits Bruder. So ist das ungefähr. Ist wirklich so. Ich bin wirklich voll der Spend-Fan. Spend ist richtig cool. Spend, ich liebe dich. Ja. Habibi. Ist wirklich so. So, wir müssen jetzt, Felix, wir müssen unbedingt jetzt Gold kriegen. Spend ist Aschkim. Wir müssen Gold kriegen, Bruder. Ja, ich habe gerade ein paar Endstones gemacht. Rot ist schon raus aus dem Rennen. Oh nö, Felix, die haben einen Bogen. Ja, wie schnell? Wie die mich nicht... Ja, wir sind auch voll am Labern.
Felix. Ja, wir möchten ja auch Themen ansprechen. Guck mal, ein paar Leute hatten sich schon mal bei mir aufgeregt damals. Da hatten wir eine Runde gemacht, das war glaube ich 3 gegen 1 oder sowas. Und hatten die gesagt, boah, cool, voll krass, Alter, ihr seid ja richtig gut, ja, dass ihr 3 gegen 1 besiegt. Und dann hatte ich halt... Ich habe gecheckt, dass die geliefert haben. Ja, zum einen haben wir das gar nicht gecheckt und zum anderen war mir das so egal, weil wir einfach halt, weil das Thema war uns einfach so wichtig, dass wir das einfach hochgeladen haben. Also... jetzt habe ich mich verschluckt, ich hasse das. Ich habe im Nachhinein das dann auch erst bemerkt, so, hä? Ja, wir haben das erst im Nachhinein bemerkt, Freunde. Da haben wir ja eigentlich voll die Noob-Runde hingekackt und dann habe ich mir so gedacht, so, fuck life. War ja dann eigentlich eh egal. Also mich hat das auch nicht unbedingt interessiert. Hauptsache, ich bringe meine Themen rüber, weil darum geht's ja eigentlich. Mein Bruder. Es geht ja nicht darum, dass wir eigentlich... Oh mein Gott, ich hab's verdient! Was? Mein Gott, der hat ein Schwert, warte. Nein, das will ich nicht. Oh mein Gott. Bist du rechts? Boah, Alter, die haben das richtig krass mit Enston zugeballert, ne? Ja, ich hab's wie so eine billige Spitzhacke. Was hab ich gerade gesagt? Ich hab mir nur Gold geholt. Was hab ich denn gerade gesagt? Ja, das... Ah, genau, es geht nicht zwangsläufig darum, dass wir eine gute Runde oder sowas hinlegen. Es geht ja eigentlich nur um den Unterhaltungswert, weil... ihr seid ja alle auf YouTube, um unterhalten zu werden. Und deswegen, denke ich mal, stört das den einen oder anderen überhaupt gar nicht, wenn man dann mal eine Runde hinkackt, die, vom Skill her einfach total unterirdisch. Also was das hinkackt, wir können ja nicht dafür, dass die geliebt sind, Freunde. Felix, ich habe Gold geholt. Okay. Gold. Ich will auch nur ein Gold, wir brauchen nur, lass mal zurückgehen. Soll ich mir einen Bogen craften oder ein Schwert? Wie viel Gold hast du jetzt? 4. 4? Kannst du mir ein Gold geben, weil dann habe ich nämlich einen Pfeil für meinen Bogen. Also das schon. Thank you, my brother. Dann mach ich mir schon mal ein Schwert, Freunde. Thank you, really appreciate it. Für Schwert brauchen wir, Bruder? Ja, noch Bruder? 2 Gold, da hol ich mir direkt ein Eisenschwert. Amka. Amka Munakuyim. Es ist Patrick LP. Das sei mal ehrlich, bist du spärlich. Komm, da versucht einer zu uns rüberzubauen, der denkt, der ist lustig, ha? Der denkt, der ist cool, ha? Bruh? Bruder, du kannst gar nichts. Er hat gedacht, er könnte uns laxen, aber nein, kann er nicht. Was ist los, Bruder? Warum bist du so ruhig? Ist jemand in dein Zimmer gekommen in Aufnahme oder was, ha, AMK? Ich glaube schon. Ich glaube, Petrit wird wieder gestört von den Eltern. Ah, schubst sie an? Lol. Ich glaube, dein Mikro ist im Arsch. Kann das sein? Oder was los, hä? Was los, AMK? Petrit mag einfach heute mal nicht mehr wieder reden. Ich unterhalte jetzt einfach euch mit meinem Gelaber. Auch wenn Petrit gerade nicht redet. Beschützt mich, mein Milchbrot ist aus. Okay. Gut zu wissen. Gut, dass du das auch in den Chat schreibst, weil dann werden die Leute noch geiler auf uns. Piss dich, Bruder, Amka. Auf mich anzugreifen. Tschüss. Olum. Der denkt auch, der kann mich einfach zerballern. Ja, Petrit kommt gleich wieder. Der hat wohl irgendwie sein Mischpult ausgemacht, wie auch immer. Der hat das vielleicht mit seinem Fuß oder sowas aus Versehen berührt. Weil ihr wisst, Petrit ist manchmal echt ein Dummkopf. Aber das kann passieren, AMK. Boah, da ist so richtig viel. Alter, da ist so richtig viel Eisen. Aber ich kann es mir nicht holen, weil ich habe nicht genug Blöcke. Und ich will da hin. Ich will da jetzt hin. AMK, Petrit. Ich kann dich nicht so großartig beschützen. Tut mir echt leid. Aber ich gucke auf jeden Fall, wenn jemand kommen sollte, dann werde ich dich beschützen, mein Bruder. Ich mache aber erstmal am besten Endstein hier oben hin. Weil es könnte ja passieren, dass ein böser Mensch hier oben etwas kaputt machen möchte. Aber das möchte ich ja ganz, ganz schnell verhindern. Und deswegen eigentlich jetzt auch mal am besten zum Eisen. Ich hoffe, ich werde jetzt nirgendwo runtergeballert, weil sonst werde ich echt... Ich würde echt jetzt weinen. Oh, Bruder, hör auf. Lass mich! What? Okay. Hier auf jeden Fall nicht so der Skiller-Hase. Ja, Petrit, ich bin gerade ein bisschen am Struggeln, aber ich höre dich noch nicht. Bei mir ist gerade ein bisschen kritisch, weil da wollen nämlich Leute kommen und mir das Eisen wegkoppen. Okay, sieht wohl noch gut aus. Ich beschütze mal das Team Gelb, weil ich möchte nämlich nicht, dass das Team da gewinnt. Machen wir jetzt nicht unbedingt Freunde damit, aber das kann ja auch mal passieren. Ich nehme gerade auf, nicht reinkommen. Nein. So kann das nämlich auch mal passieren. Ne? Oh, da hinten sind Leute. Das ist ja auch nur... Oh nein, ich bin... Ah, Petrit! Hilfe! Ich glaube, wir werden jetzt sterben. Ist natürlich etwas... Oh ja, Petrit, Hilfe! Hilfe! Ah, Bruder! Ah! Amka, stirb doch! Oh Gott, Alter, ich bin einfach mit all meinen Sachen runtergefallen. Das war richtig dumm.
Petre, das war übertrieben dumm von mir. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt an das Eisen daran komme. Weil ich wurde gerade eben ein bisschen aufgehalten. Um an das Eisen daran zu kommen, ist natürlich nicht so gut. Aber mal gucken, ob ich das kriege. Bitte sei nicht despawned Eisen. Oh, es ist noch da. Oh, so ein Schatz. Wenn ich das jetzt nehme und dann runterfalle, dann weine ich echt. Boah, Junge, so viel Eisen. 42 Eisen. Was ist los? Petre redet immer noch nicht. AMK. Ich versuche jetzt, diese Runde zu gewinnen. Alleine, ohne Petrits seelischen Beistand. Ich weiß auch nicht, wie Petrit in-game heißt gerade momentan, weil der ist ja genickt. So, dann schauen wir doch mal. Petrit, gib mir mal einen Statusbericht, was gerade los ist. Gib mir einen Statusbericht, damit die Zuschauer wissen, was gerade mit deinem Mikro los ist. Weil sonst muss ich nämlich... Da, das Mischpult aber geht aber TS nicht. Dann guck doch mal, ob du einfach im TS reconnectest oder so. Vielleicht funktioniert das ja. Maybe this shit works. User disconnected from the channel. Aber sonst weiß ich nicht. Hallo? Hallo, hallo? Nö, ich höre dich nicht, falls du gerade geredet hast. Ich kann nichts verstehen. Ja, dann check einfach mal, also in deinen TS-Einstellungen. Vielleicht ist da ja irgendwas. Ja, so kommt das auch mal vor heute in den Aufnahmen. Da wird auch hin und wieder mal beim Petrit ein technischer Fehler vorhanden sein. Aber, naja, ist ja kein Problem. Ich meine, wir sind ja hier auf YouTube und wir sind ja alle keine Perfektionisten, wie ihr wisst. Und du hörst auf mich zu schießen. Hör doch auf. Ich will dein Freund sein. Willst du mich jetzt weiter abschießen? Weil, guck mal, dann bin ich so nett, wenn er mich jetzt auch noch weiter abschießen will. Guck mal. Ich will dein Freund sein. Bitte. Der reagiert gar nicht. Wenn ich mich jetzt entnicken würde, dann würde er direkt sagen, oh ja, bitte lass zusammenspielen. Bitte, Ruppels. Beste Freunde für immer und ewig. Wow, er hat mich getroffen. Was ist los? MLG oder was? Nee, du, mein Freund, du kannst dich mal ganz schnell verpissen, ja? Petrit, hüte dich. Hüte dich, mein Freund. Nicht, dass du abgeschossen wirst. Hüte dich. Er schreibt, ja. Ja. Was immer er da macht. Er ist, Petrit ist der beste AFKler in der Welt. Er stirbt nicht und ist dabei AFK. Das ist natürlich super schön. Ich versuche aber jetzt... boah, Junge. Alter Schwede. Boah, der hat mich richtig in den Arsch genommen. Ich bin nur hier, um mir das Gold zu nehmen. Bitte. Lass mich das Gold nehmen und dann lass mich bitte wegrennen, okay? Ich hoffe, dass er mich jetzt nicht trifft, weil sonst habe ich nämlich guten Grund zu weinen. Boah, Petrit, du wirst gerade in deinen Arsch gefickt. Boah, Junge. Boah, Junge. Alter Schwede. Boah, ich bin fast tot. Tschüss. Tschüss, Amo Nakuim. Ich möchte nicht sterben. Heute möchte ich echt nicht sterben. Weil, wie ihr wisst, ich möchte eigentlich gerne diese Runde gewinnen. Und wenn ich sie nicht gewinne, dann ist das natürlich auch kein Problem. Weil ihr wisst ja, ich bin ja nicht so unbedingt der größte Skiller in diese Minecraft. Und, auch trotz all dem, wenn diese Runde nicht so gut sein sollte, dann werde ich auch einfach diese Runde trotzdem hochladen. Weil ihr wisst ja, ich habe... ich gebe da einen Fick drauf, ob die Runde gut ist. Hauptsache, sie hat euch Spaß gemacht anzugucken. Aber da versucht gerade jemand, unser Eisen zu koppen. Das ist natürlich nicht cool. Ich werde jetzt erstmal seine Mama penetrieren. Verpiss dich. Du fällst jetzt mal schön runter, du Arsch. Doofkopf. Bist du Dr. Collins, Petrint? Ich hoffe mal. Oh, warum beleidigst du mich jetzt, Lava Crafter? At all. Lava? Das ist nicht nett. Das habe ich jetzt einfach mal geschrieben, ne? Ich hoffe mal, man hört draußen den Rasenmäher nicht. Das wäre natürlich super doof, wenn man jetzt draußen den Rasenmäher hören würde. Weil ich ja super unprofessionell so ein Rasenmäher im Hintergrund. Aber auch die Nachbarn haben einen Anspruch darauf, den Rasen zu mähen. Deswegen habe ich damit ja kein Problem. Ich hoffe nur, dass der gute Petrit mir beisteht. Ich helfe dir, Petrit! Oha, dieser Hund. Wie ich ihn wegkombo! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Jetzt gleich heißt es wieder, ich würde hacken oder so. AMK, AMK, AMK! Guck, wie ich ihn weggekombot hab. AMK! Tschüss! Ich bumps dich weg! Boah, Junge! Alter, Junge, diese PvP-Skills. Ich bin also doch nicht so eingerostet, wie man denkt. Alle Leute sagen immer... Ja, leck mich, schreibt er. Alle Leute denken nämlich immer, ich wäre total eingerostet von früher. Aber damals zu meinen Höchstzeiten, Leute, da habe ich alle Mütter rasiert. Glaubt mir das mal. Also, damals habe ich echt viel PvP gespielt. Und habe auch damals eigentlich nur PvP gespielt. Und habe ich ja heutzutage... Da mache ich ja mittlerweile eigentlich relativ selten in den Nähr.
Und zu den damaligen Zeiten habe ich auch sehr, sehr gut gelernt, wie man kombot, wie ihr seht. Deswegen kann mir keiner was. Ich habe nämlich jetzt gerade schön die Leute umgebracht und die denken sich so, tschüss, was macht der da, AMK? Der packt hier die Skills aus, oder was? Du denkst auch, du könntest mich jetzt hier zerstören, oder was, hä? Huh? Du fällst schön runter, Bruder. Huh? Ich bowspam dich jetzt, ist mir egal. Von wegen Noob. Guck mal, Patrick, die meinen immer, das wäre so noobig, wenn man bowspammt, aber ich verstehe das gar nicht so genau. Alle sagen immer, bowspam, no skill. Ja, siehst du, er sagt das auch nicht. Eigentlich ist bowspam doch gar nicht so no skill-mäßig, weil es ist doch eigentlich im, es ist doch so im Game. Deswegen get ich das nicht, das ist so schwer. Boah, jetzt muss ich auch noch niesen, Alter. Oh. Oh. Boah, Junge, Alter, alles voller Rotze, was ist los? Ah, nicht so nett. Gut, dann tue ich erstmal das schöne Gold hier weg, weil das brauche ich nämlich nicht mehr. Ich habe mal ein Schwert vorsichtshalber und eine Pickaxe hier in die Truhe getan, falls du die brauchst. Nein, nein, nein! Ist das der Petrit? Ja, ich glaube, das ist der Petrit. Oh, er schreibt nein, 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 weil er getötet wurde. Okay, gut zu wissen. Dann werde ich mich jetzt wohl für dich rächen, Petrit. Und ich glaube, ich werde... Oh, dieser Hund... Oh, nein, AMK! Nein! Oh, Petrit, die kommen in unsere Base, die kommen in unsere Base. Ah! Ah! Ich nehme mal ganz schnell das Schwert hier. Und dann Combo... Oder, hä, die kommen doch nicht in unsere Base? Wie doof ist das denn? Alter, das sind aber echt doofe Mitspieler. Okay, schieß halt weiter. Der hätte einfach in unsere Base reinrennen können. Und hätte sich easy unser Bett holen können. Aber nein... Was tut er? Er rennt nicht in die Base rein. Ist natürlich sehr, sehr doof. Komm, bitte, Bruder, stirb. Stirb doch bitte da hinten. Ich schreck den einfach mal. Boah, Alter, was... Es leckt hier so richtig krass. Ich nehme mal... Alter, was... Boah, Junge, was spammst du so viele Items denn? Alter, ja, ach so. Ja, hm. Ich dachte, deswegen leckt es. Ich glaube, deswegen hat es auch geleckt. Hier, spam einfach mal da rein, hier. Weil so viele brauchen wir ja eh nicht. Komm, schießt da jemand? Alter, was... Halt's Maul da hinten. Du bist ruhig. Hör auf. Ich brauche auf jeden Fall mal wieder eine bessere Rüstung. Ich guck mal, dass ich mir die beschaffen kann. Eine Hose und deine Schuhe. So. Und dann habe ich noch Eisen. Nee, habe ich leider... Oh, Junge, Rülpser. Habe ich leider nicht. Höchst professionell heute hier wieder mit den Rülpsern am Start. Dann gucke ich aber doch mal eben, ob ich hier mir... Ist hier noch Eisen? Fandest du das jetzt witzig, Petrit? Petrit ist heute der Taubstumme. Nein? Ach, schade. Ich dachte schon. Hey, was findest du denn lustig? Erzähl doch mal. Was findest du so lustig? Wenn du wüsstest, was bei mir abgeht in der Folge. Echt? Was geht denn bei dir ab? Oh, okay. Das ist doch... Ah, nein, sag's nicht, was abgeht. Ist doch dann eigentlich ganz gut. Dann, wenn ihr nämlich sehen wollt, was beim Petrit abgeht, dann schaut doch einfach mal bei ihm vorbei. Also nach meiner Folge bitte, danke. Er ist auf 180. Also Petrit ist wohl gerade total am Ausrasten. Mehr als nachvollziehbar. Weil er hört ja meine Stimme. Und, wow! Oh, Nigga! Boah, Junge! Boah, raste halt direkt aus! Nicht die nach oben locken! Nicht nach oben locken! Hä, warum sterben die nicht? Hä, was kann ich mit denen anstellen? Um die zu... Explodiert bitte! Lass es explodieren! Alter, was ist los? Yo, jetzt ist es explodiert. Oh, der Villager ist fast raus. Das ist natürlich super gut. Warum denn auch nicht? Ihr Kanaken, Alter. Ja, ist echt so. Boah, Junge, wie die unsere Base zerfetzt haben. Ist natürlich nicht so cool. So. Aber wir müssen dem langsam mal ein Ende setzen. Die Folge geht schon richtig lange. Die geht schon übertrieben lange. Wir müssen langsam mal ein bisschen YOLO-Action starten gleich. Ich brauche aber erstmal was zu futtern am besten, weil... sonst... Oh ja, gute Idee. Zipp dir mal die Potions weg. Ich nehme aber erstmal was zu phrasen. Und dann bin ich dafür, dass wir einfach mal die Mütter wegkombonen, weil du weißt ja, ihr wisst ja alle, Petrit und ich sind die PvP-Babus, zwinker, zwinker. Und deswegen werden wir uns jetzt einfach mal diesen guten Herren da vorne holen. Stopp! Ich habe ihn einmal getroffen. Verzieht euch, Alter. Verzieht euch, Jungs. Ich muss mich konzentrieren, Freunde. Ich bin mich richtig am Konzentrieren. Weil, wenn ich nämlich kommentiere, aber wenn ich nämlich laber und dabei spiele, dann läuft das alles nicht so gut. Ach ja, Team Rot ist ja schon raus, mir aufgefallen. Ich dachte die ganze Zeit... Oh, die versuchen einen Angriff. Die versuchen einen Angriff, aber das wird nichts, mein Freund. Das wird... Oh, ja. Oh, er hat mich vertritt. Hab gedacht, das wird wohl was, aber der war dann doch gar nicht mal so schlecht. Ich schau dann mal eben dem Szenario da hinten zu. Oh ja, Petrit, gut. Hast du eine Pickaxe? Ich hoffe mal. Ich hoffe, du hast eine Pickaxe. Bitte lass dich eine Pickaxe haben. Jetzt zerstör die. Ich hole mir ganz, ganz schnell ein Schwert.
Ist natürlich doof, dir dann zuzugucken hierbei. Okay, sauber, sauber, gut gemacht, Petr. Super, super. Okay, das seht ihr dann nämlich bei Petrits Folge, wie das nämlich gerade passiert ist. Nein, nein, schreibt er. Okay, er wurde runtergeboxt, scheinbar. Wow. Petrit. Oh. Ja. Alter, wie doof war das denn? Was geht ab? Nice Hacks. Von wegen Nice Hacks. Habt ihr das? Ich hack, ein Scheiß hack ich. Von wegen. Boah, ich finde das immer so lustig, wenn dann die Leute auch noch sagen, so, bitte, ne, nice hacks. Obwohl man überhaupt nicht mal ansatzweise hackt. Alter Schwede, ist für mich eigentlich ein Kompliment, wenn die Leute schreiben, Hacks? Finde ich, oder nicht? Oder wie siehst du das, Petr? Da kommt einer. Okay. Wo kommt einer? Ich sehe keinen. Ich kann keinen sehen, Bruder. Doch nett. Schlau. Okay, dann nehme ich mal hier den Brustpanzer. Zack. Und dann mache ich mir direkt nochmal ein Schwert. Hey, aber das war jetzt richtig, ohne Witz, das war jetzt richtig low von dem. Der kam angelaufen und der wollte unseren Dings zerstören, unser Bett, also unseren Stein. Ja, echt ohne Kack, wir sind echt die Besten. Der wollte unseren Stein zerstören und was macht der? Er fällt einfach runter, er wird so richtig weggefistet. Hast du den mit so einem Stab weggeboxt oder was hast du gemacht? Weil der ist ja richtig weggeflogen, bis nach Afghanistan ist er geflogen. Wir müssen auf jeden Fall die Grünen zerstören, weil deren Bett ist ja schon im Arsch. Ach komm, geh weg, Alter. Der Gelbe geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Ja, wie heißt du? Pommes Crafter HD, okay. Netter Name auf jeden Fall. Ich versuche ihn abzulenken. So, jetzt box auf ihn drauf. Ja, 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 ja. Oh. Jetzt kommt gleich wieder Hex. Pass auf, der schießt noch. Okay, dann gucke ich mal. Ist aber Grün ist immer noch nicht down. Die haben sich irgendwie. Die verschanzen sich. Oh, Petrit. Wow, hinter dir, Petrit, hinter dir. Oh nein, oh, ich bin so doof. Ich bin einfach mit so richtig wenig Leben in den Kampf reingelaufen. Ich versuche mich so schnell wie möglich auszurüsten. Ich hoffe mal, das bist du, der da gerade zurückrennt. 1, 2, 3. Okay, ich habe noch das Eisen. Warte kurz, ich gebe dir das sofort. Da nochmal einen Brustpanzer. Und dann, hier, ich gebe dir mal ein bisschen Eisen. So, nochmal die Bronze hier nehmen. Alter Schwede, das ist gerade richtig spannend. Obwohl Petrit nicht redet, ist es trotzdem extrem spannend, finde ich. Also ich meine, Petrit redet bei sich, aber nicht bei mir. Der fühlt sich gerade bestimmt richtig verarscht. Kann ich mir gut vorstellen. Aber, so, jetzt nehmen wir uns erstmal hier eine Pickaxe. So, wunderschön. Und dann, was nehmen wir uns noch? Ich guck mal, haben wir noch genug Kupfer oder so? Yep, haben wir. Wir müssen auf jeden Fall die Grünen irgendwie down kriegen, weil das Problem bei denen ist, die haben sich nämlich jetzt eingeschanzt und es ist nicht so besonders nice. Und wir wollen ja nicht, dass sie sich einschanzen. Oh. Oh. Unseres Teams? Unseres Teams, Petrit! Nein, ich hab den gar nicht gesehen. Von wo kam der? Oh. Na, jetzt mal ernsthaft, woher kam der? Warte mal, das will ich jetzt mal nachgucken. Warte mal, wie waren jetzt? Was waren wir? Blau? Ah, der hat sich von der Seite rangebaut. Oh, wie dumm ich bin. Oh, oh Mann. Ja, okay, dann sage ich einfach mal, wenn ihr weitersehen wollt, wie es weitergeht, dann guckt am besten beim Petrit, weil der Petrit, der hat ja, also ihr hört ja dann wenigstens noch seinen Sound. Wenn ihr sehen wollt, wie es weiter ausgeht, dann guckt bei ihm vorbei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, haut rein!